Moin Eschede, auch wenn es die nächsten Tage ungewöhnliche 20 Grad Herbstwärme geben soll, nur noch 2 Monate trennen uns von Weihnachten. Eine der wenigen erfreulichen Meldungen in diesen Tagen, die Tannenbaumpreise sollen stabil bleiben. Die Rebberler Nordmanns Tannenplantage ist schon in Startposition. Herzlich willkommen in der Akademie der Schurken! Wir sind das Jugendrotkreuz aus dem Kreis Marzelle, sind hier heute zu Gast in Eschede und lassen hier heute unser Halloween-Event stattfinden. Aber bei uns ist es nicht nur Halloween, wir machen ganz, ganz viel mehr drumherum. Zeltlager, Ausbildung, Erste Hilfe, Umweltschutz, ein großes Thema bei uns. Viel, viel mehr als nur solche kleinen Veranstaltungen, wie sie heute stattfinden. Unser Jugendrotkreuz im Kreis Vermann gibt es nicht nur hier in Eschede. Wir sind im ganzen Landkreis verteilt. Wir haben eine Jugendgruppe in Wartlingen, wir haben eine Jugendgruppe in Lachendorf, in Celle, in Ovelgönne und eben hier in Eschede. Ja, hallo. Normalerweise sehe ich nicht so aus, sondern habe ohne Bart und ohne Perücke und leite hier die Jugendgruppe des Jugendrotkreuz in Eschede. Unsere Gruppe wurde im Februar dieses Jahres gegründet mit anfangs 4 Jugendlichen, die inzwischen auf knapp 18 Jugendlichen gestiegen ist. Für weiteren Nachwuchs sind wir natürlich immer noch offen. Und aufgrund der Vermehrung der Jugendlichen haben wir ab 01.01.2023 den Rhythmus auch von 4-wöchentlich auf 14-tägig erhöht. Unser Hauptanliegen hier ist halt, dass die Jugendlichen Spaß haben. Sie lernen natürlich auch Erste Hilfe und machen auch Wettbewerbe und Zeltlager und alles, was den Jugendlichen halt so Spaß macht. Das Alter ist von 6 bis 18 Jahren. Und mitmachen kann jeder, jede Hautfarbe, jede Konfession, alles. Wir sind da ganz offen. Stichwort Halloween. Nächsten Samstag steigt wieder die große Heidegeisterparty im Scharnhorster Saal zur Post. Jeden ersten Dienstag im Monat öffnet in Eschede die DRK Kleiderkammer. Jeden ersten Dienstag im Monat, das ist das nächste Mal am 1. November, 15 bis 17 Uhr. Ja. Wer kommt zu euch, Christine Schimanski? Wir sprechen hier in der Kleiderkammer alle Menschen an. Jeder ist hier herzlich willkommen, kann sich hier bei dem, was wir an Kleiderspenden bekommen haben, unverbindlich umschauen, nimmt entweder Sachen mit, wenn er was gefunden hat, oder er kann auch wieder gehen und sagen, okay, ich komme nächstes Mal nochmal vorbei. Wir sind jeden ersten Dienstag, wie gesagt, im Monat da, von 15 bis 17 Uhr. Ihr habt viel Platz. Das ist alles wunderbar sortiert. Wie stark ist dein Team, Christine? Unser Team ist im Moment 3 bis 4, manchmal auch 5 Leute. Es ist ja auch eine anstrengende Sache. Wir müssen die Container im Grunde genommen leer räumen. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Und diese Säcke wiegen natürlich einiges und deshalb sind wir jetzt auch froh, dass wir die Räume hier im Ortsvereingebäude hier unten nutzen können, wo früher mal die Rettungswache drin war. Die standen ja eine Zeit lang, waren ja jetzt nicht so genutzt. Ihr habt Bekleidung, ja. Ihr habt aber noch ein etwas weiteres Angebot. Ihr habt Schuhe. Genau, Schuhe zählen ja im Grunde genommen mit zu Bekleidung. Wir haben aber auch, wie man sieht, Handtaschen, Bettwäsche, Geschirrtücher, Handtücher, also alles in erster Linie textile Bereiche. Aber wir bekommen natürlich auch mal ein paar Teller gespendet, Tassen oder Gläser. Alles das. Wir bekommen auch Spielzeug, Gott sei Dank, denn Kinder ist bei uns echt... Kinderklamotten sind eine heiß begehrte Sache. Da sucht ihr im Moment besonders. Kinderkleidung, genau. Jeder weiß es, Kinder wachsen ganz schnell raus, brauchen immer wieder was Neues. Eben. Da sucht ihr ganz besonders. Ja, denn es gibt wirklich Leute, die darauf angewiesen sind und die sich, die im Grunde genommen mit strahlenden Augen dann die Klamotten durchgucken und sagen, okay, das könnte meinem Sohn oder meiner Tochter passen. Deshalb freuen wir uns natürlich, wenn Kindersachen insbesondere hier viel abgegeben werden. Wir haben jetzt hier 2 Altkleidercontainer stehen. Diese benutzen wir, um die Leute zu animieren, Sachen abzugeben, zu spenden.
Man ist also nicht darauf angewiesen, dass man in der Zeit vorbeikommt, wenn die Kleiderkammer geöffnet hat, nur einmal im Monat, sondern wenn man seinen Kleiderschrank ausmistet und sagt, okay, das brauche ich nicht mehr, kann man es hier reinschmeißen. Wir sortieren im Grunde genommen hier raus und bestücken aus diesen Sachen, die hier abgegeben werden, unsere Kleiderkammer. In letzter Zeit ist leider vermehrt auch Hausmüll eingeworfen worden und ich denke, jeder verfügt über eine Restmülltonne. Wir verlangen ja schon nichts für die Kleiderkammer. Da denke ich mal, sollte man so fair und sozial eingestellt sein, dass man das doch bitte vermeidet. Walter Luno ist lange tot, aber die älteren Escheder können sich noch an ihn erinnern. Er war ein begnadeter Tüftler, sage ich mal. Er hatte die Werkstatt, wo heute die Shell-Tankstelle ist, an der Uelzener Straße. Daneben war seine Werkstatt. Du hast Onkel Walter zu ihm gesagt, obwohl es war nicht dein Onkel. Nein, es war nicht mein Onkel, es war der Onkel meiner Mutter. Also im Prinzip wäre es dann jetzt für mich mein Großonkel gewesen. Welche Erinnerungen hast du an ihn? Ja, super viele, sag ich mal. Wir haben als Kinder, sag ich mal, sind wir 1975, 76 nach Huschitz zurückgezogen. Weil wir haben erst in Eversen gewohnt, sind zurückgezogen und dann kam Onkel Walter uns regelmäßig besuchen auf dem Hof meiner Großeltern. Und wir haben schon immer Affinität zum Mopedschrauben gehabt und Autoschrauben, mein Bruder und ich. Und Onkel Walter hat uns dann auch schon als Kinder immer mitgenommen auf diese Schiene. Wir haben immer geholfen, wir sind hierher gefahren, haben ihn besucht, haben dann haben vieles mit ihm durchgesprochen. Er hat uns geholfen, an Mopeds zu schrauben. Dann hat er uns so in diese Autoaffinität mit reingenommen. Mein Bruder hat auf dessen Grund, dessen würde ich fast sagen, sogar die Kfz-Lehre begonnen. Und ich habe ein paar Jahre später angefangen, Zweiradmechaniker zu lernen. Also man hat früher gesagt, den bringst du in der Karre Schrott und der baut da was. Genau so ist es. Das war auch immer so sein Credo. Wir waren super gerne in seiner Blechwerkstatt, die jetzt da noch steht. Aber da waren wir als Kinder so gerne drin. Das war dieser Geruch allein, da stand immer sein alter Opel Kadett A drin, so ein rot-schwarzes Dach. Und das Auto sah aus wie vom ersten Tag. Und das war so eine Inspiration für meinen Bruder und für mich. Als er angefasst hat, hat er auch umgewandelt, sage ich jetzt mal. Walter Lunau kam aus Ostpreußen. Soweit ich mich daran erinnern kann, aus meinen Erzählungen meiner Großmutter, meiner Mutter aus Königsberg. Im Krieg ist Walter Lunau Krattmelder gewesen. Genau, im Krieg war er Krattmelder. Er soll der schnellste Krattmelder gewesen sein, den es damals im Krieg gab, weil er sein Moped damals schon modifiziert hat mit Kerosinsprit, also leichte Einspritzung Kerosin. Und da kann man schon sehen, dass er ein Tüftler war vorm Herrn. War ein liebenswerter Kerl, also ganz ehrlich, aber auch eine Respektsperson, weil er war ja ziemlich groß. Er hatte eine stattliche Erscheinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hatte Hände, die waren größer als normale Hände. Es war schon ganz toll, also es hat echt Spaß gemacht. Ich kenne ihn, er rannte immer im Blaumann rum, Latzhose. Und eigentlich immer ölige Finger. Genau. Aber das klappte alles. Das hat alles funktioniert, wunderbar. Er hat ja auch schon ganz früh hinten im Garten, also wenn man das jetzt so auf die Zeit jetzt bezieht, hat er ja schon ein Windrad stehen gehabt. Damit hat er eigenen Strom für seine Werkstatt produziert. Musste aber irgendwann abgebaut werden, weil die Nachbarn sich über die Geräusche des Windrades beschwert haben. Und da haben wir gehört, das ist dann irgendwie versetzt worden. Das soll dann im breiten Moor gestanden haben. Da soll es ein Windrad gegeben haben. Das hat uns vor ein paar Monaten jemand erzählt und sagte, wir hatten sogar Strom. Ja, genau. Da gab es ein Windrad. Das könnte das von Onkel Walter gewesen sein, genau. Da war ich auch gleich ein bisschen Unkraut hacken da.